Die Heimatgeschichten werden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg. Ein herzliches Grüß Gott zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche sind wir für Sie unterwegs und schauen, was im Münchner und Ingolstädter Umland so los ist. Und diese Woche hat es uns in den Erdinger Landkreis verschlagen, und zwar in die Gemeinde Wartenberg. Die Gemeinde liegt am Ostrand der Münchner Schotterebene, direkt am Übergang vom Erdinger Moos zum hügeligen Holzland. Erwähnt wurde der Ort das erste Mal in einer Urkunde im Jahre 1116 mit der Burg Wartenberg. Mittlerweile zählt die Marktgemeinde um die 6000 Einwohner. Wir haben die Rockelfinger Kirche besucht, waren mit Altbürgermeister Gustav Weltrich unterwegs und bei einer, kaum zu glauben, Skisprungschanze. Und heute starten wir die Woche auf diesem schönen Hof. Jessica. Hallo, grüß dich. Servus. Hallo, grüß dich. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Gerne, setz dich. Was hast denn du hier? Jetzt habe ich hier gerade ein bisschen Wolle. Von welchen Tieren? Das ist tatsächlich, das sind Alpakas. Das ist Alpaka-Wolle. Und das ist einmal Schafwolle, nur zum Vergleich. Ah. Genau. Ja, und, viel weicher, gell? Oder? Wow. Genau, also die fühlt sich, das ist ja eh Merino-Wolle auch, also das ist eh das weichere Schaf von beiden. Und das ist die Alpaka-Wolle. Im Vergleich, gell? Ist ja, total. Ist wirklich schön. Da will man jetzt, was so kalt ist, eigentlich seine Hände die ganze Zeit reinhalten. Das glaube ich. Macht ihr auch was damit? Ja, tatsächlich. Also die müssen ja sowieso geschoren werden, die Tiere, einmal im Jahr. Und das riecht auch nicht, gell? Ja, also riecht gut auf jeden Fall. Ja. Also. Ganz wenig, ja. Ist auch jetzt nicht gewaschen, ist tatsächlich Rohwolle. Genau, die ist abgeschoren worden und ist quasi für die Tiere wie Abfallprodukt. Mhm. Und wir machen daraus Bettdecken zum Beispiel. Ah. Oder alles, was unsere Kundschaft möchte. Ja, und was ist besonders toll an den Bettdecken? Die ist halt besonders warm, ist halt für Allergiker total gut geeignet, weil halt dieses Lanolin nicht drin ist, was im Schaffett drin ist. Okay. Also das Schaffett ist drin. Aha. Habt ihr das dann auch zum Schlafen? Ja, schon, wir haben die ganze Familie schon ausgestattet. Ja. Alles klar. Und erzähl mal, wie bist du zu Alpakas gekommen? Ja, ist eine ganz interessante Frage, weil wir hatten tatsächlich vorher hier bei diesem knapp 7 Hektar Grund, den wir haben und dem Bauernhof, hatten wir am Anfang Milchkühe gehabt. Die hat dann mein Schwiegervater übernommen, der wollte aber auch keine Milchkühe und ist dann auf Mutterkuhbetrieb umgeswitcht. Jahrelang haben sie das gemacht und dann ist es halt so gewesen, dass er schwer krank geworden ist. Jetzt geht es ihm wieder gut. Aber wir haben halt gesagt, okay, er will das so nicht weiterführen. Und wir wollten es so nicht übernehmen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, einen Bauernhof ohne Tiere finden wir blöd. Was für Alternative können wir machen? Und dann haben wir halt eben ein bisschen überlegt, welche Tiere kommen in Frage, weil wir auch ein bisschen Hanglage haben. Es kommen also nicht alle Tiere in Frage. Mhm. Und wir wollten auch Tiere, die ein bisschen pflegeleicht sind im Vergleich, also für den Beruf noch dazu. Mhm. Und dann haben wir halt auch an Schafe gedacht oder vergleichbar. Und irgendwann sagte mein Mann, und das hat alles nicht gepasst, und irgendwann sagte mein Mann, ja, was hältst du denn eigentlich von Alpakas? Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, erstmal gucken, was ist das überhaupt? Also ich musste schauen, irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Und dann haben wir uns schlau gemacht und die haben mir auch total gut gefallen, auch vom Gesicht her und alles. Und haben uns dann schlau gemacht, haben verschiedene Grundlagenseminare gemacht, Sachkunde, verschiedene Stallungen angeguckt. Und dass halt alles passt. Und dann war es wirklich so, dass wir uns dafür entschieden haben. Und dann haben wir 2017 die ersten Tiere gekauft. Okay, dann schauen wir jetzt mal hin zu den Alpakas. Gerne. Aber Jessica, was ist dann dein eigentlicher Beruf? Mein eigentlicher Beruf ist eigentlich Verkäuferin. Ah, und bei deinem Mann? Bei meinem Mann, der ist Masseur in der Klinik. Ah, okay. Genau. Also ihr habt nichts Landwirtschaftliches beide. Eigentlich, nicht gelernt, aber, nein. Genau. Aber jetzt hier Profi.
Genau, also das sind jetzt die. Das ist jetzt eine Herde. Die schaut mich so an, aber die spucken die jetzt auch die Alpakas wie die Lamas? Oder ja, natürlich. Genauso, gell? Die haben zwar nicht so einen schlechten Ruf für die Lamas, aber die spucken tatsächlich auch. Aber wann spucken sie, wenn sie Angst haben? Bei Futterneid. Oder, also eigentlich hauptsächlich Futterneid oder wenn sie sich halt bedroht fühlen. Mhm. Genau. Ansonsten sind die eigentlich recht umgänglich, die folgen uns sogar. So, da haben wir hier die Halfter. Okay. Also du bietest ja so Wanderungen an. Genau. Okay, dann mach mal jetzt so, als wäre ich eine, die keine Ahnung hat und mit dir eine Wanderung macht. Gerne. Die meisten haben keine Ahnung, die kommen. Wenige. Genau, die haben auch alle Namen dran. Genau, wir nehmen jetzt die Coco. Okay. Du kriegst die Coco, ich nehme die Rosi. Okay, dann gehen wir wieder rein. Mhm. Schauen wir mal, ob sie Lust haben heute. Die sind ja so unterschiedlich groß. Liegt das am Alter? Das liegt tatsächlich am Alter und wir haben ja Wallache hier drinnen noch mit. Ja. Und einen Junghengst, beziehungsweise zwei, der ganz kleine zählt jetzt nicht. Genau, ansonsten ist es eine Stutengruppe eigentlich gewesen und hier hinten haben wir noch einen Hengst, der soll auch als Zuchthengst eingesetzt werden und ein Wallach, damit er nicht alleine ist. Okay. Genau, ansonsten sind es eigentlich hauptsächlich Mädels. Und aber diese ganz kleinen Weißen da, das ist keine andere Rasse oder irgendwie? Nee. Nein, das sind die jetzt vom letzten Jahr. Ach, die sind einfach noch so klein. Die sind quasi noch Babys. Noch die sonst kann man sagen Babys. Ja, so. Also man sagt ja Kriya bei Alpaka. Echt? Mhm, Kriya, Fohlen, also ist quasi anders übersetzt aus dem Spanischen. Ansonsten sagt man Stute, Hengst, Wallach. Okay. Die da stehen, die mögen sich schon zusammen kuscheln immer so. Das ist schon so eine eingeschworene Gruppe. Das schon, das ist jetzt eher so dieses Formatieren. Ansonsten kuscheln Alpakas eigentlich überhaupt nicht miteinander. Die machen auch keine gegenseitige Fellpflege. Die sie so kuschelig aussehen. Ja, tatsächlich. Sie fühlen sich auch kuschelig an, wirst du dann gleich merken. Aha. Ist aber tatsächlich so, dass die das nicht so mögen. Also da fangen sie dann tatsächlich Spucken an. Aber es gibt da jetzt schon eine Rangordnung bei der Herde, oder? Es gibt ja sicherlich welche, die sind dominanter, die Tiere. Und welche, die sind unterwürfiger. Die Rosie zum Beispiel ist jetzt eher ein bisschen unterwürfiger. Die du jetzt hast, genau. Ist die Rosie. Mhm. Und, aber ja, aber es ist immer so ein bisschen auch launig. Wo bist du denn hin? Steh. Genau, es kommt immer drauf an. Ja. Das wechselt aber auch manchmal ein bisschen, kommt auch auf Situationen drauf an. Ah, ist das die Mama jetzt von der? Nee. Vom Julius? Nein, das ist die Mama. Okay. Das ist die Älteste auch bei uns hier, die Julia. Ja. Und dass wir jetzt zwei sozusagen rausnehmen zum Spazierengehen, stört es die anderen oder mögen die das jetzt nicht weg von der Herde oder wie ist das? Genau, also es ist immer so, dass bei unseren Tieren immer sehr schlecht von der Herde weggehen. Das heißt, da muss man schon ein bisschen überzeugender sein. Dominant sein. Genau, okay. Wir sind dominant, da muss schon sagen, okay, wir gehen jetzt, ja. Weil die probieren natürlich dann schon irgendwie wieder nach Hause zu gehen. Ja. Weil es einfach Herdentiere sind und die lösen sich einfach ungern von der Herde. Ja, genau. Bleiben lieber zusammen. Bleiben lieber. Okay, dann probieren wir es mal, ob wir es schaffen, dass wir wegkommen von der Herde, oder? Wo geht's lang da? Genau, da wir müssen jetzt da raus. Soll ich vorgehen? Ja, gerne. Okay. Kann jetzt nicht viel falsch machen, oder? Eigentlich nicht, nein. Okay. Nur gut festhalten, ne? Komm. Naja, die Mal, das ist schon ein bisschen störrig. Genau, was du nicht machen darfst, ist ruckartig ziehen, sondern gleichmäßig weg. Gleichmäßig. Genau. Na dann komm. Warte mal, ich mach mal, der Tor bleibt offen. Ja, geht schon. Geht schon. Hetze. Ja? Rosi, du auch? Okay. Halt, du bleibst drin. Bevor wir weitergehen, machen wir eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Geht es weiter mit den Heimatgeschichten und dem Audi Autohaus Ebersberg. Nein, wir sind nicht in den südamerikanischen Anden, wir sind im Erdinger Landkreis und besuchen Jessica mit ihren Alpakas. Und Jessica, züchtet ihr das dann auch Alpakas? Ja, wir züchten auch Alpakas. Was muss man da wissen? Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, oder? Nee, gar nicht leicht, weil man braucht immer einen Hengst. Also man kann keine, wie bei der Kuh, eine Besamung machen, sondern man braucht immer tatsächlich einen Hengst. Aha. So. Und die tragen ja 11,5 Monate. Mhm. Das heißt auch sehr lange und ein Verlust ist natürlich dann natürlich größer. Ja, also haben auch immer nur ein Baby, oder? Ja, also ideal ist immer nur ein Baby. Mhm. Es gibt natürlich auch Zwillingsgeburten, ist aber dann das Risiko sehr hoch, dass es natürlich... Ja, und wie viele habt ihr dann bei euch schon geboren?
Schon viele? Ach so, ja, schon. Jedes also Jahr die zwei, halt. Genau, Coco. Ah. Ja, nee, wir haben jetzt mehrere Stunden. Also wir haben natürlich klein angefangen. Ja, die will jetzt nach Hause, gell? also wir haben bestimmt, jetzt müsste ich echt lügen, ich glaube 6, 7, schon leicht, also von 13. Aha. Wir haben ja mit 4,5, sage ich immer, angefangen. Also die eine war trächtig und ein kleines bei Fuß. Und ja, das hat sich dann so nach und nach in der Zeit, Verluste hatten wir auch, ja, natürlich, genau. Aber du gehst natürlich jetzt nicht so wie wir einfach mal wie mit dem Hund spazieren. Das macht man nicht, oder? Also ich mache das schon ab und zu, auch um zu trainieren. Man müsste ja auch ans Halfter gewöhnen. Aha, aha. Jedes Tier ist auch ein bisschen anders. Ja. Siehst du, die Rosi ist ein bisschen nervöser jetzt als die Coco. Die Kamera ist wahrscheinlich auch ungewohnt. Das muss man halt einfach üben. Und umso mehr man diese Situationen hat, umso besser ist es. Und streicheln, kann man sie streicheln? Mögen die das oder soll man das eigentlich nicht? Also wir haben eine Kandidatin, die mag streicheln schon gerne. Die bleibt auch immer sehr stehen. Die anderen, normalerweise ist ein Alpaka, das typische Verhalten ist eigentlich kein Streicheln. Nicht einfach. Ist eigentlich schade, weil wenn man sie wirklich mal anfasst, jetzt hast du gerade die Gelegenheit. Ja, also du darfst kann schon. Ich haben wir schon, oder? Genau. Aber eigentlich lehnt sich so ein bisschen an mich. Genau. Aber du merkst, die wollen dann lächeln. Also finden sie, es gibt welche, die finden es angenehm, aber hauptsächlich eigentlich. Ja. Weil sie sind ja schon ein bisschen schreckhaft, da muss man aufpassen, oder? Ja, schreckhaft, sie sind sehr aufmerksam, sie sind halt Fluchttiere. Ja. Man kann sie natürlich trainieren, es gibt trainiertere Tiere als jetzt meine, aber es ist einfach die Gewohnheit. Also, das kann man ja bei Pferden ganz gut auch beurteilen. Ja. Es gibt Pferde, die laufen durch Menschenmengen, das gefällt ihnen gar nicht. Gell? Aber sind einfach wirklich einfach so putzig immer. Ganz schön. Danke, Jessica. Wir gehen noch eine Runde. Ja, gerne. Aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's hier aus Wartenberg. Bis morgen. Geschichten wurden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg.